Folgende Frage: Ich bin ein intelligenter Mann und habe auch viel erreicht im Leben, aber trotzdem wollen die Frauen nichts von mir haben. Was kann ich tun? Also es gibt mehrere Lügen, die sich Männer erzählen, vor allem wenn es um das Thema Frauen geht. Und ich will ein kleines Beispiel geben, damit das Ganze auch Sinn macht, was ich jetzt danach sagen werde. Wenn du beispielsweise im Club bist, okay, du siehst eine super attraktive Dame, mit der du wirklich gerne Zeit verbringen möchtest, du traust dich eventuell, gehst zu ihr, sprichst sie an, aber von ihrer Seite aus kommt nichts. Sie ist distanziert und 10 Minuten später siehst du sie mit, weiß ich nicht, mit einem alten Studentenkollegen von dir, der aus seinem Leben nichts gemacht hat und sie hat super viel Spaß. In dem Moment denkst du, ich habe so viel gearbeitet, ich bin eigentlich so intelligent, warum klappt es mit ihm, aber warum klappt es nicht mit mir? Es liegt wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich daran, dass du sehr verkopft an die ganze Sache rangehst und dass du nicht wirklich den Flow der Konversation zulässt. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. Eine Frau, sie will natürlich einen erfolgreichen Mann irgendwo haben und es ist auch wichtig für eine langfristige Beziehung, vor allem wenn es darum geht, später auch eine Familie zu gründen. 100%. Doch das Problem ist, dass du am Anfang nicht die Tiefe zeigst, also was für eine Art von Mann du bist und was deine Werte und Prinzipien sind. Das ist alles wichtig und das musst du auch in irgendeiner Art und Weise kommunizieren am Anfang. Aber primär geht es beim Kennenlernen mehr um die Breite. Es geht nicht um die Tiefe des Kennenlernens, also um diese Deep Topics, um diese tiefen Themen wie, ja, was willst du später werden und so weiter. Es geht vielmehr darum, okay, können wir denn grundsätzlich auch Spaß haben? Können wir grundsätzlich über viele verschiedene Themen reden innerhalb einer kurzen Zeit? Können wir Spaß haben? Können wir das genießen? Für eine Frau ist es wichtig, dass sie mehrere Emotionen spürt und eine gewisse emotionale Relevanz hat, wenn sie dich am Anfang kennenlernt. Und das wird nicht der Fall sein, ganz wichtig, das wird nicht der Fall sein, wenn du in deinem Kopf so bist, okay, jetzt habe ich Technik X, Technik Y, ich muss dann das machen, diese Sequenz muss ich folgendermaßen durchgehen, bababababam. Und du gehst es dann an wie so ein, wie soll ich sagen, du gehst es dann sehr, sehr angestrengt an. Und die Frau wird das merken. Die soziale Intelligenz von der Frau ist deutlich, deutlich besser als von dir. Genauso wie die emotionale Intelligenz. Die Frau wird das sofort merken und wird so sagen, warte mal ganz kurz, die stimmt irgendwas nicht. Weil wenn du so verkopft an die Sache rangehst und es unbedingt irgendwie klappen muss, was passiert? Sie wird dann sich so denken, der Typ hat irgendwas vor, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist in dieser Situation, was unangenehm ist und ich habe ein komisches Gefühl dabei. Weil du brauchst zwanghaft etwas von ihr. Zumindest kommt es so rüber. So, und weil es in dem Moment so rüberkommt bei ihr, und selbst wenn du es nicht 100% so meinst, ist es für sie so, ja, okay, weißt du was, es wirkt bedürftig, habe ich gar keine Lust zu. Ich will lieber jemanden haben, der Spaß hat. Und dann sieht sie den anderen Typen, beispielsweise im Club, sieht sie den anderen Typen im Club und geht dahin, so, boah, der hat super viel Spaß und dann tanzt sie mit ihm und ne, die haben eine gute Zeit und du fragst dich so, ey, ich mach doch eigentlich alles richtig. So, und im schlimmsten Fall gehst du dich dann betrinken, das wäre aber eine absolute Katastrophe und ich hoffe ganz stark, dass du das nicht tust. So, du bist jetzt ein intelligenter und erfolgreicher Mann und denkst dir, ich will eigentlich eine Frau kennenlernen und ich will, dass es auch mit dieser Frau so ist, dass ich eine gewisse Leichtigkeit habe, dass ich Spaß mit ihr habe und dass ich auch langfristig sie bei mir in meinem Leben behalten kann. Worauf musst du achten? Du musst darauf achten, du bist eine Person, die, und das spreche ich aus eigener Erfahrung, du bist eine Person, die extrem gebraucht wird, okay? Wegen deiner Karriere, wegen deinem Job, vielleicht tust du gerade irgendwas anderes in deinem Leben. Du wirst gebraucht, egal von was für einer Seite. Du wirst gebraucht, du bist in einem mentalen Zustand, der sehr angestrengt ist. Du bist in einem mentalen Zustand, wo du die ganze Zeit Dinge abarbeiten musst. Eventuell bist du jemand, der viel mit Zahlen zu tun hat, der sehr viel mit anderen, mit dem Management anderer Menschen zu tun hat. Eventuell sogar ein bisschen strategischer und du wie ein Ingenieur, du brauchst die nächsten 100 Schritte bereits vorgeplant. Das Problem an diesem Denken ist, dass es dir auf jeden Fall hilft, wenn du in deinem Beruf bist, eine gewisse Perfektion dazu haben. Aber vor allem, wenn es um das Thema Frauen geht, ist es eigentlich so, dass die Perfektion da raus muss. Du musst das aus einer ganz anderen Perspektive sehen, aus einer viel, viel lockeren, aus einer viel, viel entspannteren, viel, viel angenehmeren Sichtweise sehen. Denn in dem Moment, wenn du locker, entspannt, ruhig bist, kannst du das auf die Frau übertragen und ihr habt eine gute Dynamik. Weil ansonsten ist die Dynamik nicht da. Okay? So, das heißt, deine eigentliche Aufgabe ist, zu sagen, okay, ich war jetzt in diesem mentalen Headspace, war anstrengend, jetzt kann ich zu ihr gehen. Du gibst dir kurz einen Moment, um zu switchen. Und das ist das, womit
viele Leute ein Problem haben. Was auch gar nicht so einfach ist. Das erfordert Übung. Das erfordert, dass du anfängst, auch Dinge anders zu sehen, leichter zu sehen. Du bist ein intelligenter, erfolgreicher Mann. Natürlich will eine Frau so einen Typen haben. Ist auch viel, viel besser als jemand, der mit seinem Leben gar nichts anfangen will und sagt, ja, ich will den ganzen Tag zu Hause sitzen und ich will gar nichts machen. Wenn du so jemanden hast, also so als Frau, würde ich nicht nehmen. Doch die Frage ist, wie kommunizierst du das am besten? Das ist das eigentlich Wichtige. Wie kommunizierst du das? Und dann musst du von dem typischen Verhalten, was du bis dato gezeigt hast, also bis zum heutigen Zeitpunkt gezeigt hast, musst du ein atypisches Verhalten zeigen. Und dieses atypische Verhalten ist nicht so, okay, schau, da machen wir das oder ich stelle dir jetzt irgendwelche Interviewfragen. Du kommst wahrscheinlich oft in die Friendzone, also in die Freundschaftszone, deswegen. Du musst halt mit so einem Mindset, mit so einer Einstellung da reingehen. Also was? Sie mag mich bereits. Und ich gebe dir jetzt gerade auch nur einen Bruchteil. Ich gebe dir wirklich einen Bruchteil von dem. Weil das alles hier in einem Video zu besprechen, das ist absolut nicht möglich. Das mache ich mit meinen Klienten wirklich 1:1, wo wir individuell auf die Situation eingehen. Doch jetzt in deinem Fall, was ich dir bereits mitgeben kann, ist einfach dieses Verständnis zu haben von, weißt du was? Ich stelle mir vor, als wäre es eine Person, mit der ich bereits zu tun habe. Mit der ich bereits einen guten Vibe habe, eine gute Kommunikation habe. Weil was dann passiert, du erlaubst der anderen Person ein bisschen runterzukommen, ein bisschen mehr zu entspannen. Und glaub mir, das ist so viel mehr wert. Wenn du dir sagst, du willst mir auch so eine Frage stellen, dass ich ein Video daraus mache, dann folg mir einfach auf Instagram, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Dort beantworte ich alle Fragen und manchmal mache ich sogar einige Videos daraus, wie jetzt. Wenn du das willst, folg mir, stell mir die Frage, gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du sagst, ey, du willst wirklich vernünftig daran arbeiten, dann trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt.